Willkommen zurück, Teamsamba 101. Wir wollen gar keine Zeit verschwenden und ziehen direkt wieder T Nummer 5. Was wollte ich sagen? Schaut in der Videobeschreibung, wie ich jeden Tag sage. Wir haben heute Engelkuss Maracuja-Note, höchst interessant. Weiße und grüne Teemischung aromatisiert. Also, ich fand ja persönlich das, was in dem Teebeutel gestern drin war, am allerbesten. Das ist jetzt wieder einfach nur Plank Grün. Aber gestern war wirklich wild. Schaut auf jeden Fall in das Video von gestern. Weil was da alles drin war, das ist unglaublich. Heute etwas langweiliger, aber hoffentlich nicht ekelhaftiger. Das ist wieder so ein 2-4 Minuten Ding, also 2,5 bis 3 bei mir, weil wir wollen ja nicht zu lange ziehen lassen. Und dann sehen wir uns. So, da werden wir wieder. Und wir haben weiterhin... So, Teebeutel Spaß. Es hat wieder so eine klassische, gut, es hat so ein bisschen, na, klarer Apfelsaft mit leichter Urinnote, würde ich die Farbe beschreiben. Aber so eine Urinnote, wenn man vorher halt gar nichts getrunken hat, ne? So könnte man das beschreiben. Aber mit dem Geschmack, Brille beschlagen, lol. Mit dem Geschmack reden wir gleich. Die Farbe habe ich beschrieben. Ich finde, wir sollten eine Kategorie Farbe einführen. Auf die hier gibt es eine 0 von 10, weil es sieht halt aus wie klarer Apfelsaft mit Urin, wo der Uringeber vorher kein Wasser getrunken hat. Was sollte das doch mal sein? Engelkuss-Maracuja-Note. Da hoffen wir mal, dass wir die Maracuja-Note rausschmecken. Na doch, so ein bisschen kommt sie. So im Abgang kommt die Maracuja-Note auf jeden Fall raus. Genau, auf die Farbe, auf die neue Kategorie, gehen wir eine 0 von 10. Auf den Namen Engelkuss Maracuja-Note. Maracuja-Note ist ein guter Call, weil es ist halt wirklich nur ganz minimal. Und Engelkuss verstehe ich nicht. Ja, deswegen würde ich da eine solide 5 von 10 geben, weil die Maracuja-Note ist ganz treffend. Dann die Farbe, 0 von 10. Hatten wir schon, ne? Habe ich gerade schon gesagt, ja. Der Geschmack, ja, es ist wieder ziemlich langweilig mit einer kleinen Maracuja-Note. Das schmeckt nach gar nichts mit einer leichten Maracuja-Note. Dieser Kalender ist nicht so intensiv. Das stört mich ein bisschen. Also jeden einzelnen Tee, den wir bisher probiert haben, der war mal besser, mal schlechter, aber eigentlich immer nicht intensiv. Das kann man als Zwischenfazit auf jeden Fall schon mal ziehen. Ja, und ebenso der hier. Deswegen würde ich da auf den Geschmack... Boah, ich glaube, da geben wir eine 2 von 10. Die 2 Punkte für die leichte Maracuja-Note. Der Rest kann man eigentlich vergessen. Und der Geruch... Geruch, man riecht auf jeden Fall die Maracuja etwas, muss man sagen. Deswegen würde ich auf den Geruch ebenfalls eine 2 von 10 geben, da es eigentlich mit dem Geschmack übereinstimmt. Und genau, deswegen kann man das ungefähr gleichsetzen. Dann trinke ich den, gucke ich mal. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Mal schauen, ob der dann besser ist. Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass wir Kräutertee hatten wir dieses Jahr noch gar nicht. Früchtetee hatten wir schon 1, 2 und grün, schwarz, weiß hatten wir eigentlich überwiegend. Deswegen hoffe ich auf einen Früchtetee morgen. Kräutertee wäre auch schön, aber Früchtetee ist mein Lieblingstee. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall darauf. Schauen wir morgen, was es gibt, ne?